Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz im Rahmen der Finalspiele im Kreisfachverband Fußball Altmark Ost. Anstehend tun das Altmark-Pokalfinale, das Finale im Altmark-Strompokal der Stadtwerke Stendal und im Kreispokal. Am 9.6. sind wir zu Gast, wie heute auch, in Nordspringe. Erstmal vielen Dank. Ich würde jetzt noch kurz bitten, alle ihre Handys auszuschalten, damit wir nicht gestört werden. Und ich habe mal geguckt, man kann ja auch zählen, 11 Mal schlafen noch, dann ist es schon soweit. Ja. Im Finale stehen sich einmal gegenüber, auf meiner rechten Seite sind die Kreispokalfinalisten, das ist Germania Klied 2, ja, und der Schönberger SV. Auf der linken Seite sitzen dann noch die Finalisten des großen Pokals, das sind einmal der Mario Bittner von Rot-Weiß Arneburg und dann haben wir noch den Herrn, Augenblick, es tut mir leid, den Philipp Diekmann von TuS Warburg Zweite. Eins. Okay. Neben mir zur Linken sitzt der Tobias Petzke, das ist der Staffelleiter Pokal im Kreisfachverband Fußball Altmark Ost. Und hier haben wir den Stefan Roggentin, Verantwortlicher vom Gastgeber SV Medizin Nordspringe. So, soweit zur Eröffnung. Dann würde ich jetzt erstmal das Wort an Tobias Petzke weitergeben. Und der wird dann einiges zum Ablauf sagen. Ja, guten Abend von mir hier heute zur Pressekonferenz des KFV in Vorbereitung der Pokalendspiele 2018 hier in Nordspringe. Auch von mir erstmal noch ein Hallo an alle, die heute da sind, an die Mannschaftsvertreter, die anwesend sind, die Pressevertreter und natürlich auch die Vertreter des KFV. Ich begrüße auch den Präsidenten des KFV, den Werner Meinschien und den Vizepräsidenten Dieter Marx sowie den Spielausschussvorsitzenden Christoph Blasig hier heute zur Pressekonferenz. Und erstmal ein riesen Dankeschön erstmal an Nordspringe, dass wir das dieses Jahr hier bei euch ausrichten können. Am 2.3.2017, da haben wir die Bewerbung von Nordspringe bekommen. Das war eine 18-seitige Bewerbung, die sehr ausführlich war, muss ich sagen, und die uns von Anfang an begeistert hat, wo wir gleich gesagt haben, okay, die Pokalendspiele 2018, die müssen hier in Nordspringe stattfinden. Und dann in Vorbereitung, jetzt bis zum heutigen Tag, muss ich sagen, war die Entscheidung vollkommen richtig. Im Vorfeld die Zusammenarbeit gerade mit Stefan Roggentin als Teamleiter, sage ich mal, für die Pokalendspiele hier bei Nordspringe, war hervorragend, die Vorarbeit. Also muss ich ehrlich sagen, da können sich alle wieder drauf freuen, auf diese Pokalendspiele. Da hat auch Springer einiges geplant, wo der Stefan nachher nochmal kurz was zu sagen wird. Ansonsten denke ich, haben wir auch zwei interessante Partien. Der Fußball soll ja im Vordergrund stehen an diesem Tag und da haben wir im Kreispokal die Partie zwischen den Schirmberger SV und Germania Klied 2. Zwei Mannschaften, die spielen in der Kreisklasse. Schirmberg dies Jahr wieder neu im Spielbetrieb, gleich ins Pokalfinale wieder geschafft, haben einiges an Erfahrung mit Pokalendspielen in den letzten Jahren schon gesammelt. Ich denke mal, darauf können wir uns freuen. Und dann Warburg und Arneburg, zwei gestandene Mannschaften. Wird auch sehr interessant. Warburg das erste Mal im Pokalfinale überhaupt. Arneburg kennt sich damit schon aus. Ihr habt es schon ein paar Mal erreicht und wisst, was da immer so los ist. Ich denke, da können sich alle Zuschauer auf zwei spannende Spiele freuen. Wir hoffen natürlich wieder auf viele Zuschauer, die dann hier den Weg nach Nordspringe finden werden. Und ja, das Wetter können wir nicht beeinflussen. Da hoffen wir, damit das so ein Königswetter wie heute draußen ist. Und dann denke ich mal, werden wir dort schon einiges erleben. Ja. Noch ein kleiner Hinweis im Vorab schon mal von mir. Der Sieger des Altmark-Strompokals der Stadtwerke Stendal qualifiziert sich ja automatisch auch für den großen Altmark-Pokal zwischen den KfW Altmark Ost und Altmark West. Und der findet dieses Jahr am 10.8.2018 auch hier in Nordspringe statt. Und zwar um 18.30 Uhr in der Saisonvorbereitung. Ich denke mal, das sollte auch in euren Interesse sein, nochmal einen Härtetest im Vorfeld. Und dann ist der erste Pokal der neuen Saison da zu vergeben. Ja, ich würde dann das Wort erstmal wieder an den Martin übergeben. Ja, danke Tobias. Wenn nachher noch Fragen kommen sollten, dafür gibt es noch ausreichend Zeit. Jetzt würde ich den Gastgeber zu Wort kommen lassen. Man sieht ja, er hat sich einiges einfallen lassen, nicht nur das tolle Plakat hinter uns. Aber was genau wird der Stefan Roggentin jetzt selbst sagen? Na, was heißt, was ganz genau? Entscheidend ist, dass der Fußball im Mittelpunkt steht sozusagen und sich alle da optimale Bedingungen vorfinden sozusagen. Das heißt, die Mannschaften
sich vorbereiten können und einen vernünftigen Platz vorfinden, die Zuschauer mit ausreichend Essen und Getränke versorgt sind und insbesondere auch, weil es ja ein ganzer Nachmittag ist und zwei Spiele, ein Familiennachmittag sein soll und da natürlich auch die Familien ihre Kinder mitbringen können und auch für die Kinder entsprechend Möglichkeiten zum Zeitvertreib da sind sozusagen. Und darüber hinaus hoffen wir natürlich auch mit dem kulinarischen in Form eines Schweins und geräucherten Forellen da mal ein paar Höhepunkte zu setzen, sozusagen, was das angeht. Gibt es noch weitere Fragen? Genau, zu Fragen kommen wir dann noch. Jetzt hätte ich mal kurz selber ein paar Fragen, oder wir wollen ja nicht so viel der Presse vorwegnehmen, die ja heute recht zahlreich erschienen ist. Fangen wir bei den Preispokalfinalisten an. Stehen sich Schönberg und Klied Zwote gegenüber. Schönberg, Herr Flechner, trotz der Pause im letzten Jahr eigentlich ja fast Dauergast im Finale des Kreispokals. Selber schon mal dabei gewesen? Also persönlich in Havelberg dabei gewesen, wo wir den Pokal auch gewonnen haben. Ansonsten ja, schauen wir mal, was wird. Also ich war persönlich vor Ort, ich habe mir die zweite angeguckt, ich habe mir die erste angeguckt. Recht starker Gegner, erfahrene Leute, von daher, wir schauen mal, was wird. Also wie gesagt, wir gehen da hochmotiviert ran, alles andere sehen wir nach den 90 Minuten. Okay, dann würde ich mal bitten, das Mikro gleich weiterzugeben. Von Germana Klied 2. Ja, die Einschätzung vom Gegner gehört. Wie schätzt ihr den Gegner ein? Ja, also ich kann jetzt weiter nicht so viel sagen, wir haben jetzt leider keine Spielbeobachtung oder ähnliches gemacht. Wir haben gehört, dass natürlich eine junge Truppe sein soll, was man so auch rauslesen konnte, irgendwie laufstark wahrscheinlich. Auch immer meistens, wenn sie Ergebnisse erzielt haben, viele Tore geschossen. Es wurde schon gesagt, vielleicht sind eben im Moment die Erfahrungen, weil wir viele ältere Spieler bei uns bei haben, gegen die jüngere Vertretung aus Schönberg. Dann vielleicht müssen wir gucken, wer, ob die Erfahrung oder denn die junge Dynamik dann schlagen wird. Heute noch 11 Mal schlafen bis zum Pokalfinale. Wie ist die Stimmung der Mannschaft? Wächst die Vorfreude oder ist davon noch nicht zu spüren? Also jetzt im Rahmen der Klitzer muss ich sagen, doch. Freuen sie alle drauf für uns oder für viele das erste Mal so ein Finale in der Form. Gerade, weil ich schon angesprochen habe, die älteren Leute, die dort wahrscheinlich vielleicht letzte Mal so eine Chance haben, sowas mitzuspielen zu können. Und wenn dann jemand zitieren auf unserer Mannschaft, der Herr Ruhbaum, der sagt, für uns ist der kürzeste Weg nach Europa und dann wollen wir in ein paar Jahren in Kasachstan spielen. Gut, danke dann erstmal. Ja, nochmal. Dann kommen wir jetzt zum Finale des Altmark-Strompokals. Schon erwähnt, Warburg und Arneburg stehen sich ja gegenüber. Warburg ist zum ersten Mal dabei, aber ganz unbeleckt in Sachen Pokal seid ihr nicht. Schließlich habt ihr im letzten Jahr das Pokalfinale ausgerichtet mit einer riesen Masse an Zuschauern. Ja, wie seht ihr dem Finale entgegen? Also erstmal freuen wir uns, dass wir dieses Jahr als Mannschaft dabei sind. Wir tragen es dieses Jahr nicht selber aus, sondern sind aktiv dabei und die Vorfreude ist riesig. Ich denke mal, wir werden alles daran setzen, diesen Pokal auch zu gewinnen, weil es gibt nichts Schöneres, am Ende der Saison einen Titel nach oben zu strecken. Von daher, wir werden hoch motiviert sein. Zum Gegner aus der Landesklasse. Entschuldigung. Ja. Wie schätzt er die Arneburger ein? Wie stehen die Chancen? Naja, das Schöne an dieser Situation ist, jetzt am kommenden Samstag spielen wir in der Liga zum Abschluss nochmal gegen Arneburg, eine Woche später nochmal gegen Arneburg, aber ich denke mal, man muss das stark unterscheiden. Das ist Liga-Alltag und am 9.6. ist Pokal und im Pokal ist alles möglich, zumal man auch sagen muss, Arneburg ist eine Wundertüte. An guten Tagen können sie wirklich jede Mannschaft schlagen in der Vorbereitung, im Winter haben sie Lok Stendal geschlagen und das macht man nicht, wenn man keine Qualität im Kader hat. Na, geplant speziell, wir fahren mit einem Mannschaftsbus hin und das war es eigentlich. Und die Stimmung in der Mannschaft ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist noch verhalten. Das Thema Pokal ist noch nicht so groß, weil wie gesagt, wir haben jetzt in der Liga einen hervorragenden Lauf, wollten jetzt den letzten Spieltag noch abschließen und ich denke mal nächste Woche, da wird dann doch das ein oder andere Wort darüber gesprochen. Okay,
Ja, weil wir stehen ja hier am Wochenende schon gegenüber. Erstmal kurz zum Gegner, wie schätzt du die Warburger ein? Ja, also die Warburger schätze ich sehr stark ein. Momentan wirklich ein Riesenlauf, glaube ich, beste Rückrundenmannschaft. Wird natürlich ein sehr schweres Spiel, das Pokalspiel. Ich bin schon eine Woche weiter, weil ja, die Konstellation ist ein bisschen blöd, sicherlich mit dem letzten Punktspiel. Ist nun mal so, muss gespielt werden. Ja, im Endeffekt ist da das Ergebnis egal. Wir wollen es nicht, oder wir, dass sich kein Spieler mehr verletzt. Und dann alles natürlich punktuell aufs Pokalspiel ausrichten. Wie gesagt, wird sehr schwer. Ist eine 50-50-Sache. Und natürlich wollen wir das Ding auch nach Hause holen. Vor 3 Jahren waren wir im Finale. Da war ich noch nicht mit bei, aber die meisten Spieler. Das war natürlich eine super Sache und deswegen waren sie auch sehr heiß, dieses Jahr wieder in die Richtung zu gehen, so weit wie möglich zu kommen. Jetzt sind wir da und ja, wer im Finale steht, will natürlich gewinnen. Das ist richtig, so sollte es so sein. Habt ihr von Vereinsseite irgendwas geplant? Ja, eigentlich so ähnlich. Wir stellen auch einen Bus, fahren ja, mit der ganzen Truppe, vielleicht Familienangehörige, ein paar Arneburger, ein paar Fans, die sich damit anschließen. Ist auf alle Fälle eine Abschlussfeier danach geplant, egal in welche Richtung es geht. Sicherlich feiert sich besser, wenn man gewonnen hat. Aber ja, nichtsdestotrotz wird danach eine richtige Party stattfinden. Ja, genau. Also dann lasse ich jetzt kurz den Stefan nochmal zu Wort kommen. Tobias hat einen guten Einwand gehabt. Was interessant oder wissenswert ist für die Zuschauer, die anreisen? Na, erstmal müssen wir im Nachgang hier absprechen, sozusagen, wie wir das mit den Bussen und den Mannschaften alles klären, aber das machen wir im persönlichen Nachgang, auch mit dem Kartenvorverkauf. Für die Zuschauer ist nochmal wichtig, sozusagen, dass aktuell noch der Kartenvorverkauf bei den Stadtwerken in Stendal läuft. Und auch beim Heimspiel hier in Hochspringe am kommenden Samstag es noch Karten geben wird und auch zu den Trainingszeiten 18 bis 20 Uhr. Und wir können dann individuell auch nochmal absprechen, wie wir das dann mit den Vereinen noch regeln, ob wir da auch noch die Möglichkeit einräumen. Das sollten wir im Nachgang mal besprechen, weil es ja doch 2 Euro günstiger ist und den einen oder anderen vielleicht doch interessiert und uns entlastet am Ende. Von daher, das wäre vielleicht nochmal wissenswert und das müssen wir nochmal individuell absprechen. Fest steht, dass es bei den Stadtwerken Stendal auf jeden Fall noch bis Donnerstag, den 7.6. Karten geben wird. Das wäre vielleicht auch für die Presse nochmal gut, dass es da vielleicht auch nochmal verankert ist und auch nochmal dargestellt. Dann der Hinweis, sozusagen, das bitten wir auch nochmal über die Vereine zu streuen. Also wir haben die Auflage bekommen, die komplette Wilmshofer Straße mit Parkverbotsschildern auszustatten, weil in Wilmshof sozusagen sich ein Krankenhaus befindet. Und da müssen die Rettungswege frei sein, sozusagen. Das ist eine wichtige Auflage der Stadt. Und dass er das vielleicht auch in dem Verein nochmal streut, dass da keiner sich an die Straße hinstellt. Das Ordnungsamt wird auch den Tag hier sein, sodass wir da keine, also dass es nicht negative Stimmung gibt, sozusagen, weil es einfach eine Auflage ist. Da ist ein Krankenhaus noch mitten im Wald, sozusagen. Das muss halt die Sicherheit sein, dass da die Rettungsfahrzeuge rankommen. Wir haben aber für Ehrengäste hier oben den Parkplatz und haben auch unten die große Wiese. Wenn ihr hochkommt zum Sportplatz, die ist ja nur 50 Meter vom Eingang weg sozusagen als komplette Parkfläche für die Zuschauer, sodass es eigentlich vollkommen ausreichen sollte, sozusagen, dass doch jeder einen Parkplatz findet. Genau, das wäre jetzt nochmal das als organisatorischer Hinweis. Und dann, aber das sollten wir auch nochmal besprechen, sozusagen haben wir auch angefragt, wir wollen nur Gastgeber sein sozusagen und die Plattform für die Vereine bieten, die hier das in der Endspiel geschafft haben und auch für die Dörfer oder Gemeinden oder Vereinsangehörigen. Das heißt, die klare Bitte sozusagen auch die Auflaufkinder von euch zu stellen, weil es für die Kinder aus euren Vereinen oder aus eurem Umfeld sozusagen ein größeres Erlebnis ist und was Besonderes bei euch dabei zu sein, dass wir das auch nochmal absprechen. Und das ist unser Ansatz sozusagen, euch da allen eine gute Plattform zu bieten für gelingende Pokalfinale und ordentliche Rahmenbedingungen. So, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist nicht mehr viel, keine Angst. Jetzt sind die Kollegen der Presse gefragt. Gibt es... Ach so, Entschuldigung bitte. Ja,
Dann werden jetzt noch die Schiedsrichter bekannt gegeben für beide Endspiele. Auch immer nicht unwichtig. Da gebe ich jetzt mal weiter an den Tobias. Ja, also jetzt kommen wir zur Schiedsrichtereinsetzung, wie der Martin schon gesagt hat. Da habe ich die Namen vom Schiedsrichterausschuss des KV bekommen. Und zwar wird im Kreispokal der Schiedsrichter Leon Rothe die Partie leiten. Ein Schiedsrichter vom SV Medizin und Springer, also auch ein Schiedsrichter vom Gastgeber mit dabei. An den Seitenlinien wird ihn assistieren der Juri Stiele vom Post Stendal und der Markus Köhne von Tossandau. Und im großen Altmark-Strompokal wird die Partie Elfi Schwander leiten, eine Schiedsrichterin aus der Landesliga mit viel Erfahrung, die das, denke ich, sehr gut machen wird, vom Rossauer SV. An den Linien wird dort assistieren der Justin André Martins vom SV Havelberg und der Marcel Baron vom Germania Tangerhütte. Als vierter Offizielle wird bei beiden Spielen der Justin Mime sein von Kickers Seehausen und wird da die Trainerbänke, denke ich, die alle auch sehr ruhig sein werden, dort beaufsichtigen. Ja, soweit zur Schiedsrichteransetzung. Ich hätte noch eine Bitte an die Presse, dass ihr im Vorfeld alle Pressevertreter irgendwie mir eine Mail schickten, sozusagen, dass wir die hinterlegen können, dass sie auch ordentlich mit sogenannten Pressewesten dann ausgestattet werden, damit wir auch wissen, wer im Innenraum sozusagen was zu suchen hat und nicht zu suchen hat und das erkenntlich ist, wer da sozusagen für die Presse zuständig ist und wir einfach einen Überblick haben, auch jetzt nicht mitschreiben, dass da kein Missbrauch sozusagen mit Presseausweisen oder ähnliches passiert, sondern dass wir es im Vorfeld wissen. Gut, wo die Presse schon einmal angesprochen ist, Fragen. Programmpunkte oder soll es eine Überraschung werden? Also der Fußball soll im Mittelpunkt stehen, so, und wir haben ja die Besonderheit, was leider hier sozusagen die Rahmenbedingungen sind, dass wir halt keinen Trainingsplatz haben oder keinen Platz, sodass wir natürlich insbesondere den Altmark-Strompokal-Finalisten auch die Möglichkeit des Aufwärmens, ungestörten Aufwärmens bieten müssen, sodass wir uns dann auch mit dem Programm so ein Stück weit einschränken. Also anders als auf anderen Sportplätzen sozusagen, wo es halt einen Trainingsplatz gibt zum Warmmachen, müssen wir den Platz irgendwie frei halten sozusagen, sodass wir das da begrenzen, so was das Rahmenprogramm angeht. Es wird eine Tanzgruppe aus Bismarck geben und es wird die Möglichkeit geben, sozusagen, dass Vereine sich hier präsentieren. So. Noch weitere Fragen von der Presse? Tja, dann würde ich die Pressekonferenz jetzt hier schließen. Für die Presse besteht jetzt noch die Möglichkeit, Fotos zu machen. Ja? Und im Nachhinein gibt es dann hier untereinander noch. Ja? Alles klar. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns alle am 9.6. hier wieder in Nordspringer.